Super, dass du wieder dabei bist. Heute bekommst du wieder ein neues Workout von mir und zwar mit dem Thema starker Rücken. Viele Frauen haben durch die Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft Rückenschmerzen und genau da wollen wir ansetzen. Kleine, leichte Übungen, die du durchführen kannst, damit dir die Rückenschmerzen erspart bleiben oder damit sie endlich weggehen. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen vor und nach der Geburt. Ich habe meine eigene Akademie gegründet und hier helfe ich den Frauen, sich einen richtig tollen Körper aufzubauen. In diesem Video bekommst du wieder ein Workout von mir mit dem Level 1. Das bedeutet, dass es keine schnellen Stellungswechseln gibt, dass du dich die ganze Zeit auf die Grundspannung richtig konzentrieren kannst und ich auch ganz viele Hinweise in diese Richtung gebe. Viel Spaß bei diesem Video. Dieses Workout findet zwar in Rückenlage statt, aber ich wollte dir eben noch sagen, es gibt hierbei eine super gute Hilfe, wenn man so viel in Rückenlage macht und an so viele Dinge denken soll. Man soll ja diese handfreie Fläche in der Lendenwirbelsäule behalten. Und wenn du dir zum Beispiel ein Handtuch knickst in der Breite, wie du es gerade brauchst, dann hast du es nicht mehr so schwer, direkt daran zu denken und du kannst gar nicht ganz runterdrücken. Wenn du also eine Rektusdiastase hast, kann so ein kleines Handtuch wirklich schon viel bringen. Ich bin jetzt schon sehr weit, ich könnte mich jetzt schon so runterrollen, wenn deine Rektusdiastase geöffnet ist. Denk natürlich immer eben dran, dass du über die Seitenlage in die Rückenlage gehst. Dann kannst du auch eine Brücke bauen, legst dir das Handtuch dann genau dahin, wo es hingehört. Guck, jetzt habe ich das Handtuch hier liegen und ich kann gar nicht ganz runterdrücken. Natürlich würde ich irgendwann über maximale Spannung auch die geraden Bauchmuskeln benutzen, aber so bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich nicht zu weit runterrutsche. Wenn du es nicht brauchst, dann nimmst du es natürlich einfach weg, legst es beiseite und dann liegt es da gut. Gut, okay. Das heißt, wir machen uns gemeinsam warm in dieser Position. Fahrradfahren ist einfach eine Top-Übung. Wenn du es halten kannst vom Beckenboden her und von der Grundspannung, fahren wir mit beiden Beinen Fahrrad. Ansonsten gibt es immer die Variante, mit einem Bein zu fahren. Beckenboden fest, alle drei Anteile, rechts, links, vorne, hinten. Und alle drei Körperöffnungen schließen, Urin aufhalten, Stuhlgang aufhalten und wenn du mit deinem Partner schlafen würdest, den innen drin einklemmen. Das Ganze halten, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, ringsrum entsteht mehr Spannung. Fühl mal, wenn du es locker hast, kannst du ganz rein, wenn du es fest hast, geht gar nichts mehr. Je besser der Korsettmuskel getrainiert ist, desto weniger geht er natürlich auch rein. Okay, gut, nochmal überlegen, Beckenboden festhalten. Alle drei Anteile, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Hast du hier immer noch etwas Platz zwischen der Lendenwirbelsäule und der Matte? Sind die Beine rangezogen, ist es schwerer, weil dein Becken wird natürlich auch gekippt. Trotzdem denk daran, dass du die geraden Bauchmuskeln ausschaltest. Nacheinander werden die Füße abgestellt, ganz locker. Das Becken wird hin und her gerollt, hin und her. Hin und her. Ich nehme eine Hand hoch, dann siehst du es besser. Lendenwirbelsäule runter, Lendenwirbelsäule hoch. Schambein Richtung Nase, Schambein durch die Beine durch. Das hat nichts mit Brücke bauen zu tun. Das ist ein rollendes Po. Jetzt rollt der Po Richtung Lendenwirbelsäule. Jetzt rollt der Po, als wenn du dich hinsetzen wolltest. Hin, her. Dein Arm liegt immer noch hier. Ich habe ihn nur hochgenommen, damit du besser siehst. Wenn du noch eine stärkere Rektusdiastase hast, brauchst du nicht ganz runterdrücken, sonst hast du eben wieder diesen Effekt, dass der gerade Bauchmuskel mithilft. Aber so zur Lendenwirbelsäulenlockerung ist es echt wunderbar, diese Übung mal zu integrieren. Genau, super. Die Grundspannung halten, Beckenboden fest, Grundspannung, Korsett fest, Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen und die Arme ganz schnell kreisen, kreisen, kreisen. Andersherum, Schulterblätter bleiben unten, bisschen Platz zwischen Lendenwirbelsäule und Matte, Beckenboden fest, Korsett fest, nochmal andere Richtung. Grundspannung aufbauen, geh wieder durch, Beckenboden, irgendwas lässt man immer locker, Korsett fest, Schulterblätter, einmal noch Richtungswechsel. Genau, super. Durchziehen, 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 schneller, schneller, schneller. Und lösen, gut.
Blut ist schon mal in den richtigen Bahnen und wieder bis in der letzten Ecke. Ich mag immer so ein bisschen dieses Beckenkippen noch mal einmal machen, dann ist es noch alles lockerer. Wichtig ist, dass du auf deine Rektusdiastase achtest. Um zu den Übungen zu kommen, die deinen Rücken kräftigen, kannst du jetzt nacheinander die Beine strecken und legst ein Bein auf das andere, sodass die Außenkanten der Füße jetzt aneinander liegen. Und diese drückst du mal richtig fest zusammen, drückst die Beine insgesamt fest zusammen und du merkst, dass die Spannung an der Innenseite der Beine dadurch erhöht wird. Das nutzt du, um jetzt deinen Beckenboden noch fester anzuspannen, rechts, links, vorne, hinten und die drei Körperöffnungen schließen. Wir nutzen jetzt die Hilfsmuskeln, die vor allem Dingen, die dem vorderen Beckenboden helfen, die Funktion zu übernehmen. Dazu die Hilfsmuskeln für den hinteren Bereich. Wir kneifen also die Pobacken zusammen, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und die Hände, eine Hand frei, Entschuldigung, zwischen Lendenwirbelsäule und der Matte behalten. Die Hände können ganz einfach neben dem Boden liegen. Und Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen, Ellbogen in die Unterlage. Das macht nichts, wenn es nicht gleich funktioniert. Wir machen das ein paar Mal. Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage. Wir gehen das Ganze noch einmal durch. Die Außenkanten der Füße zusammendrücken, die Beine zusammendrücken, den Beckenboden richtig fest, alle drei Anteile, Pobacken zusammenkneifen, etwas Platz zwischen der Lendenwirbelsäule und der Matte behalten, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, mit einem Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage, Hände liegen weit Richtung Po abgelegt, sodass die Schulterblätter unten sind und zusammengezogen werden können. Und in dieser Position mal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Nase einatmen, immer wieder nachspannen und durch den Mund wieder aus. Beckenboden und Korsett ganz fest. Nase ein und Mund wieder aus. Mit der nächsten Ausatmung lässt du mal alles ganz locker. Ausnahmsweise mal auf die Ausatmung, weil es hier um die Ganzkörperentspannung geht. Gut, wir nehmen jetzt das andere Bein. Wieder die beiden Außenkanten zusammendrücken, die Innenschenkel zusammendrücken, Beckenboden fest, vorne, hinten, rechts, links, alle drei Körperöffnungen schließen. Wenn dir das Ganze nicht so klar ist, wie es funktioniert, du kannst unten in der Infobox dir ein Video angucken, wie das Ganze mit der Beckenbodenspannung wirklich umzusetzen ist. Dann Pobacken zusammenkneifen. Behalte den Platz hier zwischen Lendenwirbelsäule und Matte bei. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Hände liegen weit aufgelegt Richtung Füße. Schulterblätter hinten zusammen und runterziehen. Mit einem Doppelkinn drückst du den Kopf in die Unterlage. Halten, halten, halten. Nochmal wieder. Die Füße zusammendrücken, die Beine zusammendrücken. Beckenbodenanteile nachspannen. Den Po anspannen. Lendenwirbelsäule in der richtigen Position und Haselnuss zusammenkneifen, reinziehen. Schulterblätter runter und zusammen mit einem Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage. Und wenn es das nicht schon wäre, dann kommt jetzt auch noch die Atmung dazu. Durch die Nase einatmen und durch den Mund langsam wieder aus. Durch die Nase einatmen und durch den Mund langsam wieder aus. Drück die Füße zusammen, die Beine zusammen, die Pobacken zusammen. Halt die Beckenbodenspannung. Korsett ist fest. Lendenwirbelsäule bleibt etwas in der Luft, mit einem Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage und Ellbogen runterdrücken. Die Hände sind weit abgelegt Richtung Füße. Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Und mit der nächsten Ausatmung alles ganz locker. Super. Beine mal anstellen, ausschütteln, Arme etwas lockern. Wir nehmen eine neue Beinstellung, das heißt, Füße sind aufgestellt, Fußspitzen hoch, Fersen in die Unterlage. So einen leichten Zug, als wolltest du die Fersen Richtung Po bewegen, dann hast du mehr Spannung in dieser Muskulatur.
ranziehen, Fersen in die Unterlage. Deine Füße sind so weit auseinander, dass du zwei Füße dazwischen abstellen könntest. So weit, ungefähr beckenbreit, sollten die Füße auseinanderstehen. Fersen in die Unterlage, als wolltest du sie zum Po ziehen. Und jetzt können die Knie nach innen fallen. Hast du sie nämlich zusammen, ist es kein nach innen fallen mehr. Du kannst dadurch wieder die Hilfsmuskeln benutzen. Das machst du auch richtig anspannen, Knie ordentlich zusammen. Ist es unangenehm, kannst du dir auch was dazwischen legen. Zum Beispiel auch ein Handtuch oder einen kleinen Ball. Hier bleibt wieder Platz. Beckenboden fest. Von rechts und links in die Mitte ziehen. Von vorne und hinten in die Mitte ziehen. Und alle drei Körperöffnungen richtig anspannen. Die Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, stell dir den Bauch wie eine Sonne vor, wo du alles in die Mitte, in den Bauchnabel ziehen willst. Du machst wieder den Doppelkinn, das Doppelkinn und in die Unterlage drücken mit einem Doppelkinn. Kinn richtig schön, richtig, jetzt dürfen wir mal ein Doppelkinn machen. Das heißt, du hast den unteren Teil vom Schädel, den du in den Boden reindrückst. Immer nach unten anspannen. Dazu nehmen wir jetzt eine andere Armbewegung, das heißt die Handflächen aufeinander, handgelenksnah richtig zusammendrücken und die Unterarme ergeben eine Linie. Hierbei kann man richtig schön darauf achten, wie man die Schulterblätter runterzieht und hinten zusammen. Leichten Platz zwischen Lendenwirbelsäule und Matte, also nicht runterdrücken, aber auch kein enormes Hohlkreuz. Fersen in die Unterlage, Knie zusammen. Pobacken zusammen, Beckenboden rechts, links, vorne, hinten und alle drei Körperöffnungen schließen. Korsett richtig festziehen mit einem Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage und die Hände zusammen. Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein, in deinem Rhythmus, wenn du dieses Workout immer wieder machst, dann kannst du mit der Atmung natürlich schon viel früher beginnen. Mir ist es erstmal wichtig, dass du an der Spannung arbeitest und danach integrieren wir die Atmung. Natürlich sollst du die ganze Zeit tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Nochmal Beckenboden spannen, denk an die Sonne, an die Haselnuss, alles in den Bauchnabel. Ringsrum ist der Korsettmuskel fest, die Schulterblätter sind runtergezogen, hinten zusammen. Hände zusammendrücken, Knie zusammen, Pobacken zusammen. Mit der nächsten Ausatmung lässt du locker. Super, das machen wir nochmal. Dranbleiben. Es lohnt sich. Du willst einen schlanken Bauch, du willst eine schlanke Taille und einen festen Beckenboden. Da bin ich mir ganz sicher. Okay, gut. Nochmal. Fußspitzen hoch, Fersen in die Unterlage, Knie fallen nach innen. Genug Abstand zwischen den Füßen. Pobacken zusammenkneifen und wir nutzen die Spannung für eine richtig gute Beckenbodenspannung inklusive Hilfsmuskel. Rechts, links, vorne, hinten, alle drei Körperöffnungen schließen. Behalt etwas Platz, eine Hand breit zwischen Lendenwirbelsäule und Matte. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, alles Richtung Bauchnabel ziehen. Hände zusammendrücken, Unterarme ergeben eine Linie mit einem Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage, Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen. Bleib bei der einen Hand zwischen Lendenwirbelsäule und Matte. Knie zusammen, Fersen in die Unterlage, als wolltest du sie zum Po ziehen. Beckenboden rechts, links, vorne, hinten, alle drei Körperöffnungen schließen. Mit einem Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage. Handflächen zusammendrücken, vor allen Dingen handgelenksnah, dann kriegst du noch mehr Druck auf den Brustmuskel. Und halten, halten. Achte darauf, dass die Schulterblätter unten bleiben, dass der Beckenboden fest ist, dass das Korsett fest ist und tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund langsam wieder aus. Super. Und nochmal nachspannen, richtig nachspannen. Beckenboden fest, Korsett fest, Hände zusammendrücken. Willst du schöne Möpse, ja oder nein? Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen. Fersen in die Unterlage drücken, als wolltest du sie zum Po ziehen und die Pobacken richtig zusammenkneifen. Mit der nächsten Ausatmung langsam lösen. Lockern, lockern, lockern. Leichte, andere Ausführung, Beine bleiben genauso. Du nimmst die Füße wieder genauso wie gerade, Füße etwas hochziehen, Fersen in die Unterlage, als wolltest du sie zum Po ziehen, Knie nach innen fallen lassen, genug Abstand zwischen den Füßen, Pobacken zusammenkneifen, nutzt die Hilfsmuskeln, um den Beckenboden richtig anzuspannen. Rechts, links zusammen, vorne, hinten zusammen und alle drei Körperöffnungen schließen.
Platz zwischen Lendenwirbelsäule und Matte behalten, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen und jetzt hakst du die Finger ineinander. So, siehst du? Unterarme in einer Linie, Schulterblätter zusammen, Schulterblätter nach unten, mit einem Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage. Und jetzt ziehst du die Hände sozusagen auseinander, die Arme. Dadurch kriegst du noch mehr Spannung hinten in die Wirbelsäule. Du hast noch ein besseres Training für den Rücken. Schulterblätter zusammen, Schulterblätter nach unten. Sortier das da hinten mal. Du kannst den Zug noch mehr nutzen, damit die Schulterblätter noch besser zusammengezogen werden können. Schultern bleiben unten. Entspannung im Nacken. Beckenboden rechts, links, vorne, hinten. Alle drei Körperöffnungen schließen. Haselnuss, richtig zusammendrücken. Stell dir deinen Rektusspalt vor, wie du ihn richtig zusammendrückst. Halt ihn fest. Pobacken und Innenschenkel nutzen. Hände auseinanderziehen. Halt den Nacken locker. Tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund langsam wieder aus. Einen letzten noch. Und langsam lösen. Super. Einen letzten Durchgang noch. Richtig gut. Super Übung wirklich, damit du Stabilisation in deinem Körper, in deinem Rücken aufbauen kannst. Gerade nach der Schwangerschaft super. Solltest du das Video schon in der Schwangerschaft finden, auch top. Habe ich auch viel gemacht, während und nach der Schwangerschaft bis heute. Okay, gut. Letzter Durchgang. Die Fußspitzen wieder hoch, Fersen in die Unterlage drücken, Fersen Richtung Po ziehen, Knie nach innen fallen lassen, richtig zusammendrücken. Wir brauchen und wollen den Hilfsmuskel, Pobacken zusammenkneifen, auch den Hilfsmuskel nutzen wir. Beckenboden, volle Kanne, rechts, links, vorne, hinten, alle drei Körperöffnungen schließen. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, denk an den Platz zwischen Lendenwirbelsäule und Matte. Die Hände hakst du ineinander, Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Wenn du auseinander ziehst, nutzt du den Zug, um noch besser die Schulterblätter zusammenzuziehen. Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage. Dadurch trainierst du den ganz langen Rückenmuskel, der ganz von oben vom Kopf bis hinten zum Becken geht. Ein ganz wichtiger, der die Wirbelsäule stabilisiert. Den brauchen wir. Und nochmal durchgehen. Knie zusammen, Po zusammen. Beckenboden, alle drei Anteile fest. Wir haben eine Hand Platz zwischen Lendenwirbelsäule und Matte. Man neigt bei der Übung zu einem stärkeren Hohlkreuz oder zum Runterdrücken. Finde den Punkt, wo du ungefähr eine Hand Platz hast. Zug auseinander, Schulterblätter zusammen, Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage und tief durch die Nase einatmen und langsam durch den Mund wieder aus. Immer weiter. Du atmest weiter, ich gehe nochmal durch. Fußspitzen hoch, Fersen in die Unterlage, Knie zusammendrücken, Po anspannen. Wenn dir das Schienbein nach der Zeit wehtut, Füße nur noch auf Halbmast, das reicht auch. Als wolltest du die Fersen zum Po ziehen, Knie zusammen, Po anspannen, Beckenboden fest, Haselnuss fest, eine Hand breit zwischen LWS, Lendenwirbelsäule und Matte, auseinanderziehen die Hände, Schulterblätter zusammen und runter. Doppelkinn, Hinterkopf in die Unterlage. Tief durch die Nase ein und nochmal ausatmen. Einen letzten tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und dann mit der Ausatmung alles langsam locker lassen. Du legst die Hände neben den Po. Ich nehme eine hoch, damit du es besser siehst. Schambein wieder Richtung Nase und durch die Beine durch. Geh wieder nur so weit, wie du die Rektusdiastase kontrollieren kannst. Spalt richtig zuhalten. Es geht auch eine kleinere Bewegung. Es geht nur darum, dass noch mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Genau. Jetzt legst du mal beide Hände unter den Kopf. Beine bleiben aufgestellt. Du wartest auf die nächste Ausatmung und gehst dann mit beiden Seiten zu einer Seite. Der nächsten Einatmung gehst du wieder hoch. Und mit der nächsten Ausatmung nach unten. Mach die Bewegung langsam. Tiefe, ruhige Atemzüge.
und wieder hoch. Super. Ganz toll, ganz klasse, immer wieder durchführen dieses Workout. Super, dass du mein Workout mitgemacht hast. Du wirst sehen, dass dein Körper sich auf jeden Fall verändert. Auf diesem Kanal wird es noch viel zum Thema, was kannst du nach der Schwangerschaft wirklich machen, noch geben. Das wird viele Serien geben und natürlich viele, viele Workouts. Damit du keins von diesen Workouts verpasst, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal und aktiviere das kleine Glöckchen. Dann sagt YouTube dir Bescheid, wenn ich wieder ein neues Workout für dich rausgebracht habe. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann denk auch mal an den Daumen nach oben. Dadurch findest du meine Videos sowieso viel, viel leichter. Ansonsten willst du mich mal privat kennenlernen? Ich bin auch auf Facebook und auf Instagram und da zeige ich sehr viel, wie ich lebe, was ich mache und was du dir noch alles so von mir abgucken kannst. Möchtest du mir Fragen stellen? Einmal die Woche halte ich hier einen Livestream, wo du gerne mitmachen kannst, hier auf YouTube, und da kannst du mich alles fragen, was du möchtest. Meine Arbeit besteht darin, dass ich Frauen helfe, während der Schwangerschaft und nach der Geburt sich wirklich einen schönen Körper aufzubauen, ein freies Leben und sich ganz toll in ihrem Körper zu fühlen. Wenn du das auch möchtest, dann sage ich dir, nimm auf jeden Fall Kontakt zu mir auf, lass uns das Ganze zusammen starten, wir machen alles in deinem Tempo und dann bin ich mir sicher, dass du dich schon im Sommer freuen wirst, dass du jetzt gestartet bist. Ich freue mich auf dich. Ich bin mir sicher, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, sagt Maike Droste.